Ja, hallo, ich bin Steffi. Ich finde es total klasse, dass ich meine freie Meinung äußern darf. Und zum Beispiel hatte ich Probleme mit Freunden im Freundeskreis, die wir diskutieren mussten. Und jeder konnte halt seine freie Meinung äußern und dadurch konnten wir das klären, weil es jeder akzeptiert hat und damit umgehen konnte. Und damit haben wir halt viel geschafft und haben uns alle wieder zusammengebunden. Hallo, ich bin Thülay. Mich interessiert die Gleichberechtigung Frau und Mann. Ich habe auch ein Beispiel. Also wenn ich mal in Diskotheken dahin gehe, sieht mein Cousin mich und sagt, er ist verheiratet. Ich bin nicht verheiratet. Er sagt mir dann, ja, das gehört sich nicht. Warum hängst du denn hier rum und so? Frage ich, wieso, weshalb? Ja, gar keine Antwort so für Vernünftiges und mich nervt das einfach. Dass die Ehe und die Familie unter einem besonderen Schutz steht, das entspricht nicht der Wirklichkeit. Ja, halt manche Kinder vernachlässigt werden und wenn der Staat reagiert, dann wird das schon zu spät. Als wir mit dem Grundgesetz zusammengearbeitet haben, fand ich zwei Themen ganz interessant, und zwar das Familien, also den besonderen Schutz der Familie und die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Also ich bin Lydia und ich hatte meine Freundin, die ist mit dem Familiengesetz in Konflikt geraten. Ihr Ex-Mann hat dann gesagt, er seine Frau trinkt und sie schlägt das Kind und alles, und sie war sehr verzweifelt und das Gesetz hat ihr leider nicht, also geglaubt, eher dem Mann, der Polizist ist, ja, obwohl der Mann sich um das Kind dann auch nicht gekümmert hat. Ja, und das finde ich nicht in Ordnung, weil man muss schon der Frau auch glauben, was sie sagt. Hallo, ich bin Nicole. Ich habe mich mit dem Grundgesetz auseinandergesetzt und ich finde den Artikel 12 total interessant mit der freien Bildung. Ja, dass jeder Mensch seine eigene Ausbildung machen kann und den Beruf selbst auswählen kann. Mein Name ist Kim und ich habe mich auch mit dem Grundgesetz auseinandergesetzt und ich fand den Artikel 2, dass jeder so halt, wie er selber ist, sich so halt frei entfalten kann, sodass jeder denjenigen so nimmt, wie der halt ist und nicht so was dagegen sagt. Das Grundgesetzbuch ist für mich zu freizügig. Wir hier in Bremerhaven hatten mal einen Sexualstraftäter und meiner Meinung nach wurde er viel zu mild verurteilt. Mein Name ist Jana. Ich bin Jessica. Und wir haben uns im Rahmen unserer Ausbildung mit dem Grundgesetz beschäftigt. Mir persönlich hat das Grundgesetz jetzt nicht interessiert, da ich finde, dass alle Menschen sowieso tun, was sie wollen. Ja, ich finde, sie hat eigentlich recht, nur dass wenn man sowas selbst erlebt hat, zum Beispiel ja, verschiedene Sachen im Grundgesetzbuch, und wenn man es selbst erlebt hat, dass das dann halt dass man sich mehr darin hineinversetzt und sich doch damit befasst und das doch ganz interessant sein kann.